Willkommen zu einer neuen Folge CyberPod Unboxing. Heute stellen wir euch das Surface Pro 6 von Microsoft vor. In der Verpackung haben wir das Tablet selbst, daneben das Netzteil und die üblichen Papierbeilagen. Zusätzlich befindet sich in unserem Bundle auch noch ein Typecover, also die zugehörige Tastatur inklusive Touchpad. Das Surface Pro 6 gleicht vom Design her seinem Vorgänger. Das in klaren Linien designte Gehäuse besteht aus einer matten Magnesiumlegierung. Das Tablet ohne Typecover wiegt 770 Gramm und mit Typecover rund 1,1 Kilogramm. Durch den Kickstand auf der Rückseite lässt es sich stufenlos in unterschiedlichen Winkeln aufstellen. Darunter habt ihr auch den Slot für die Speichererweiterung via MicroSD-Karte. Das Typecover befestigt ihr über relativ starke Magnete unten am Surface Pro 6. Die Handballenablage besteht Surface-typisch aus Alcantara, also aus weichem Kunstwildleder. Das 12,3 Zoll große Pixel-Sense-Display löst mit 2736 x 1824 Pixeln auf. Darüber ist eine Webcam mit 5 Megapixeln verbaut, die Windows Hello unterstützt, daneben ein Mikrofon. Auf der rechten Seite sehen wir den Surface Connect-Anschluss, einen Mini-Display-Port und einen USB 3.0-Anschluss. Die linke Seite hält die Audiobuchse bereit. Auf der Oberseite befinden sich der Power-Button sowie die Lautstärke-Wippe. Zu guter Letzt finden wir auf der Rückseite noch die Hauptkamera mit 8 Megapixeln sowie ein Mikrofon. Damit ist das Unboxing auch schon wieder vorbei. Weitere Infos und detaillierte Einblicke zum Surface Pro 6 gibt es wie immer in unserem Testbericht. Wir freuen uns auf euch!